Der Hiebelhof in Soin. Für eines der Pferde hier beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. Die Ausbildung zum Brauereipferd. Der Bene ist ein zweijähriges Percheron, ein französisches Kaltblut. Gleich wird er zum ersten Mal eingeschirrt. Darauf arbeitet Rosserer Robert Hiebel schon lange hin. Das Wichtigste ist, dass du erst einmal Verbindung aufbaust zu dem Ross. Es ist ganz oft so, dass die ja aus der Wart kommen, dass die oft keine Leute nicht kennen, keine Menschen nicht kennen. Wir holen es zu uns her, dann fordern wir es und irgendwann merkt das Viech auch, bei dem geht es mir gut. Du brauchst eine gewisse Ruhe auch mit jungen Ross. Du kannst ja nicht einfach her und reißen, sondern wenn es dem Ross noch zu viel wird, was ja eigentlich bei jungen Ross über ist, dann musst du halt wissen, wann du aufhörst. Wenn du das nicht tust, dann kann es auch einmal schief gehen. Hey, hey. Auch Robert Hiebel Senior hat die nötige Ruhe. Jetzt geht's schon. Jetzt geht's, gell? Die Polsterung vom Kummet sieht der Bene zum ersten Mal. Ich bin mit bei den Menschen auch. Wenn man als Kind was lernt, dann tut man sich einfach leichter wie Erwachsene. Wenn du heute das Geschirr aufhörst, dann sehst du gleich, hat er Angst, was tut er. Wenn es einem wurscht ist, dann ist es super, dann kannst du weiter tun, dann gehst du den nächsten Schritt. Das ist das Kummet. Drauf, zum ersten Mal. Percheron gelten als unkompliziert, intelligent und gutmütig. Und die Hiebels sind erfahrene Rosserer. Vater Robert seit 5 Jahrzehnten. Ja, das ist Herze praktisch. Ross ist auch Zucht wie ein Hasch praktisch. Das hast du einmal und dann ist das immer halt da. Gell? Da wächst du mit auf, da bist du wieder dabei. Und mir gefällt dir das auch. Also, ein Stück weit muss da, eine Leidenschaft mit dabei sein. Oft ist es eine Spinnerei natürlich auch. Aber das gehört halt mit dazu. Eine Ehre ist für sie der jährliche Einzug aufs Oktoberfest. Wir mögen wir das, wenn uns die Leute zuschauen, wenn sie sagen, dass wir das, was wir machen, schön ist. Und, das ist schon eine besondere Sache da. Ja, das ist eigentlich das, weiß ich auch nicht, das Mekka vom Fumo. Und da bei dir, das schaust du da. Hast du den Teich hackelt? Der Bene ist fertig eingeschirrt. Seine erste Aufgabe? Am Zügel gehen und Kommandos befolgen. Hier. Ja, ruhig, gell? Hier. Ja. Und hopp, bleib stehen. Ja. Schauen wir, ob es zurück geht. Zurück. Zurück. Das ist ein bisschen zurück. Ja, zurück. Zurück. Ja, brav. Ja, brav. Gut, passt schon, oder? So. Gut. Wir. Hier. Am Kutschwagen werden später auch Eisenketten hängen. Schauen wir mal, was passiert. Da kann auch der Fuß ein bisschen locker werden, dass die es nicht wollen und sich natürlich auch wehren. Robert will ihn ums Eck bewegen. Ja. Leicht geht's nicht, aber es geht. Vom Hof her richtig, das Ross. Gell? Also, gibt da die, die nicht backen, dann geht's ja nicht. Gell? So wie es jetzt heute ist, sind wir schon sehr zufrieden. Für das erste Mal. So, gell? Hm? Das ist so richtig gechillt. 9 Monate später. Bene ist kräftiger geworden. Und in der Ausbildung einige Schritte weiter. Inzwischen lässt er sich aufsatteln, wobei das immer noch Vorbereitung braucht. Jetzt geht's auf den Reitplatz.
Er soll auf Martina Binsteiner hören, die bei den Hiebels oft die Bodenarbeit mit den jungen Pferden übernimmt. Wir haben es noch nie so gemacht. Wir haben immer halt die Signale Schritt drauf, dass es irgendwann verknüpft. Also die Pferde da natürlich gern stehen bleiben. Nein, ich geh weiter. Und er tut's auch prompt. Dabei soll er doch seine Ohren auf Martinas Kommandos ausrichten. Das macht er ganz gut, dass er einfach lernt, sich zu orientieren an demjenigen, der ihm die Kommandos gibt. In seine Ausbildung werden sie Jahre investieren. Die Besten kommen aus der eigenen Schmitten. Es sind halt bestimmte Feinheiten, die macht ja jeder ein bisschen anders. Und wir möchten es halt so, wie wir es jetzt halt betreiben, haben die Rose. Und da ist halt das Einfachste, dass du das selber ziehst. Der ruhige Reitplatz ist das eine. Aber irgendwann muss es auch im Trubel eines Volksfestes funktionieren. Bräukirta bei der Brauerei Gut Forsting im Landkreis Rosenheim. Drinnen wird gegessen und getrunken. Draußen steht einer vor seiner Feuerprobe, der Bene. Nach über 2 Jahren Ausbildung wird er zum ersten Mal mit einem anderen jungen Percheron eingespannt, dem Bertel. Gemeinsam sollen sie einen Wagen ziehen. Premiere heute, freut uns schon. Haben wir selber auch schon gespannt. Das sind, aber sie sind ja total brav, wie man sieht, gell? Bene. Die sind ja ruhig, man sieht, wie sie da stehen. Und auch die Kinder im Hintergrund hört man, das tut ihnen nichts. Für die Jungen ist wichtig, dass die was sehen. Wenn wir aufs Oktoberfest fahren, dann muss es passen. Da muss ich die Sicherheit haben, dass das funktioniert. Die sogenannten Fliegenhauben sind dem Bene noch etwas suspekt. Dem Kummet aber streckt er beinahe erwartungsfroh den Kopf entgegen. Es regnet, die Straßen sind nasser und rutschiger als sonst. Und Bene und Bertel sind jetzt doch etwas unruhig. Ich bin um und herum, gell? Aber es ist natürlich auf jeder Seite ein Wegspanner. Da warst du auch unruhig. Die ersten Bräukirta-Besucher warten schon auf die Kutschfahrten. Für Bene und Bertel geht's zum Einspannen. Es braucht immer ein Leitpferd. Robert Hiebel hat schon entschieden, wer das heute ist. Du hast auf der linken Seite das ruhigere Ros und auf der rechten Seite hast den zum Ziehen und zum Arbeiten. Und der andere ist oft da. Der Bertel, der ist ein Jahr älter praktisch. Das merkt man an der Reife einfach. Dem ist das schon bewusst, um was das da geht. Und der Bene, der hat einfach da noch ein bisschen, aber er ist jetzt auch ein Start. Aber man merkt einfach, er schaut und er tut. Und sind jetzt halt von den anderen Ros weg da geworden, dann bläht er einer. Und es ist halt einfach nur der junge Herdentrieb, was haben. Bei dem Regen wollen nur Laura und Papa David Kutsche fahren. Sie erleben deshalb exklusiv die Jungfernkutschfahrt von Bene und Bertel. Alles gut, ja. Hier geht's, gell, oder? Passt. Alles gut. Die machen das, als hätten sie schon ein paar Jahre gemacht. Merkt man nichts. Ja, dran. Eine Viertelstunde sind sie unterwegs. Ich bin sehr zufrieden, haben sie wirklich gut gemacht. Also, von Start gegangen und sauber sich fahren lassen, auch vom linken her, links, rechts. Also das klappt schon sehr gut. Jetzt ist die Kutsche voll und wiegt etwa 2,5 Tonnen. Auch die ziehen die beiden Kaltblüter über die knapp 1 Kilometer lange Runde. Schon bald braucht Robert Hiebel nicht mehr als Gespannführer nebendran zu gehen.
Für einen Russer auch mal schön, wenn du siehst, wie das funktioniert. Das hier halt, was du gemacht hast, die haben eine richtig ruhige Zeit. Das geht ganz gut. 1000-prozentige Sicherheit hast du nicht, aber das passt ganz gut. Also. 3 Stunden lang läuft der Bene recht entspannt seine Runden. Die Hiebels scheinen wieder mal aufs richtige Pferd gesetzt zu haben.